Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Auf geht's. Wir machen heute ein bisschen Biathlon. Wie ihr seht, ist es Sommer. Und auch im Sommer muss trainiert werden. Und das schauen wir uns heute mal besonders an. Denn ich habe noch nie auf Skiern gestanden. Und jetzt dachte ich mir, fangen wir klein an. Und wir können euch besonders zeigen, wie es halt ist, wenn die Biathleten im Sommer trainieren. Da muss ja auch irgendeine Lösung her. Und da wurde ich eingeladen von Georgi und Lotta. Und da gehen wir jetzt mal gerade hin. Hallöchen, ihr beiden. Hallo. Alles gut? Ja. Ja, die haben nämlich heute trainingsfreie Zeit und haben sich bereit erklärt, mir so ein bisschen das Rollern zu zeigen und ein bisschen auf die Scheiben zu knallen, die wir gleich alles begucken werden und alles ausprobieren werden. Am meisten Angst habe ich so ein bisschen vor dem Schießen. Muss ich das haben oder muss ich eher Angst vor euch haben, vor eurem Training? Vor uns. Echt, meinst du? Ja. Okay, ich bin gespannt. Nein, das Schießen wird kein Problem. Okay. Das wird super. Ich laufe auch nicht. Ich laufe auch nicht. Das habe ich ja schon mal geschafft. Ich bin ja schon mal hergekommen. Was habt ihr euch denn überlegt? Ja, also ich werde dir erstmal zeigen, wie man läuft. Und Georgi wird dann ein bisschen das Schießen übernehmen. Mhm. Genau, und zum Schluss wollen wir dann, wenn alles klappt, einen ganz kleinen Wettkampf machen. Wo du dann auch mal unser Wettkampfleben kennenlernst mit Strafrunden an. Das machen wir auf jeden Fall, auch wenn es nicht klappt. Sehr geil. Was mich jetzt brennend interessiert, wie kommt man auf so ein Hobby? Weil das ist ja jetzt irgendwas, was man nicht so alltäglich hat. Also bevor ich nach Willingen gekommen bin, war ich nie mit Biathlon in Kontakt oder mit Ski oder sonst irgendwas. Seit wann macht ihr das und warum? Also seid ihr gemeinsam gestartet oder wie ist das? Nee, ich habe vorher Langlauf gemacht. Da habe ich auch schon mit 5 Jahren angefangen. Und Georgi kam dann irgendwann dazu. Nein. Ja, genau. Und dann habe ich mich direkt fürs Biathlon entschieden. Lotta hat dann 2 Jahre später auch die Entscheidung getroffen, zum Biathlon zu kommen. Ja. Und was fasziniert euch so daran? Was ist da jetzt das Ding? Oder ist das einfach so ein Ding, das machen wir halt und wir wissen gar nicht warum, aber es macht unglaublichen Bock und wir sind motiviert. Wie natürlich kann man das einmal das und halt einfach das Ausgaben von uns. Also bis ans Maximale dran gehen und halt die Erfolge einsammeln. Ja. Diese Mischung zwischen Laufen und Schießen, das Training, das ist so das Rundherum auch, was irgendwie passt und total Spaß macht. Okay. Auch die Leute wahrscheinlich dann dabei, ne? Es wird ja dann wahrscheinlich irgendwie so ein Family Life auch geben bei euch, oder? Definitiv. Dass man sich so mit untereinander unterstützt und das alles. Ja. Ne? Wenn man dann zusammen mit anderen trainiert, das scheint schon ganz cool. Ja. Ja, ich bin mega gespannt. Was müssen die Leute denn über Biathlon wissen? Also Biathlon, kann ich euch schon mal sagen, ich habe es ja gegoogelt, ist auf jeden Fall eine Mischung aus Skilanglauf und Schießen. Und ich bin echt gespannt, was da jetzt auf mich zukommt, weil ich habe noch nie, also ich habe mich gar nicht weiter informiert und das soll es auch sein. Also ich will wirklich jetzt ins kalte Wasser springen und einfach mal ausprobieren, was jetzt überhaupt geht. Und ja, wollen wir starten? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann, here we go, let's go. Dem Equipment, was wir brauchen. Erzählt doch mal ein bisschen was. Was braucht man zum Biathlon machen? Ja, als erstes braucht man natürlich Schuhe und Helm. Schuhe und einen Helm habe ich mir so präpariert. Das werden wir gleich machen. Und zwar sehen die so aus. Bisschen dreckig. Wahrscheinlich. Ja, wir können mal. Ich weiß nicht, wo die hergelaufen sind hier, die Kinder. Ne? Guck mal, hier, bei den Mädchen ist es immer sauber, siehst du? Und bei den Jungs das dann wieder hier so ranzig. Das liegt daran, weil die mehr trainieren. Nee. Daran liegt es nicht. Nee. So, also sind das ganz normale Skischuhe? Ja, halt Langlaufschuhe. Langlaufschuhe, und da gibt es zwei verschiedene. Ja. Meine sind natürlich total toll, die sind hier Gold innen. Boah, ich will auch Gold. Achso, guck mal diesen Verschluss an. Das ist voll chillig, die sind voll faul, die ziehen dir bestimmt nur zu und dann ist gut, ne? Oder? Ist so, ne? Ja. Dann haben wir die Schuhe schon mal. Sehr cool. Dann, wo man sich natürlich draufstellt, einmal im Sommer. Die Skiroller. Also ich bin früher mal Inline-Skates gefahren, so in der Halfpipe und sowas. Und die rollen schon ganz gut, glaube ich. Und da ging es darum, dass wer das beste Lager hatte, war auch der schnellste. Und dann war das allerbeste. Ja, genau. Hier ist das Gleiche, ne? Ja. Genau. Ja.
Okay, erzähl mal kurz. So, das sind jetzt Skating-Roller. Mhm. Dann gibt es auch noch Classic-Roller. Bei den Skating gibt es keine Sperre nirgendwo. Ja. Bei den Klassisch ist hinten. Ja, hinten so eine Rücklaufsperre. Da kann man halt nicht rückwärts fahren. Ah, okay. Also, was jetzt auf jeden Fall Phase ist, hier sind keine Bremsen dran. Ne? Und das ist das Witzige, was wahrscheinlich gleich auf euch zukommen wird, wenn ihr das guckt. Aber das nicht unbedingt, braucht man nicht, wenn man das mal ausprobieren will, wenn man mal reinschnuppern will ins Biathlon. Da gibt es das auch vom Verein? Ja, genau. Gibt es dann auch. Okay, cool. Das sind jetzt eure eigenen? Ja. Stöcke. Stöcke? Ja, Stöcke haben wir hier im Wald genug auch, ne? Hier, so lang sind die? Ja. Sabalot. Ja, das sind jetzt Skatenstöcke. Ja. Aber andersrum. Ach so. Und andersrum. Wie? So? Gibt es da links und rechts frei? Ja, wegen dem Laufen hier. Wegen was? Wegen dem Laufen. Ja, guck mal. Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Das ist einem ja gar nicht bewusst. Mir nicht. Woher? Ne? Ah, okay. Und dann schlopfe ich hier durch. Aber dann brauche ich auch keinen Handschuh. Doch, das ist schon besser. Das ja? Geblasen. Ja. Ah, ja, okay. Gerade am Anfang. Ah, okay. Ah, und dann mache ich den klassischen Pendel. Ja. 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 Und, wo ist Kamera? Da bin ich wieder. Herzlich willkommen. Brauche ich irgendwas beachten? Ich ziehe mal die Schuhe jetzt einfach an. Ja. Oder ja. Wie? Ja, genau. Oder muss ich irgendeine Vorübung leisten oder so? Nee. So. Okay. Oh, jetzt weiß ich, wo die Blase kommt. Ach du Kacke. Oh nein. Aber was mich interessieren würde, ihr macht das ja schon hochleistungstechnisch, ne? Ja. Bedeutet, ihr fahrt auf Wettkämpfe, ihr habt seit viel Zeit auch mal nicht da. Wie ist das so mit Freunden, Familie? Liebe, muss der da leiden? Oder wie ist das? Bei dir leidet keiner. Bei dir leidet keiner. Okay, aber wie kriegst du das denn unter einen Hut? Ist das so, dass er dich viel unterstützt, dass er dabei ist, dass er dich begleitet? Wie kann man sich das vorstellen im Leistungsbereich? Es ist halt schon, man verbringt viel Zeit mit Training, aber ja. Das weiß man halt von Anfang an. Und ja. Wenn man den Sport wirklich gerne macht, dann nimmt man das auch ja. In Kauf. Und und der hat dich weniger Zeit für Familie, Freunde. Okay, und der hat dich auch so kennengelernt, ne? Ja, ich bin fertig. Du, ich auch. Ach nee, wie komme ich denn da jetzt rauf? Einmal auch im Sitzen? Genau. Nee, am besten nicht stehen. So, jetzt guck mal. Hier ist so eine Schnalle. Die musste ich gerade aufziehen. Hier, da rein. Mit dem Schuh. Hier, da ja, rein. Genau. Und jetzt nein, ein zweiter nach vorne. Ja. Ja, genau. Und jetzt einfach unterdrücken. Ja, genau. Ja. Oh, ich glaube, ich... Ach, der ist gar nicht fest da hinten? Nee. Guck mal, der ist nicht mal fest. Das haben die mir auch nicht gesagt vorher. Jetzt laufe ich so oft los. Vergesst die Handschuhe. Wo war rechts, wo war links? Ich lasse die erstmal rein. Da muss der Daumen rein. Okay, das heißt, ich mache jetzt einfach... Erstmal mit den Armen, genau. Ja, einfach erstmal. Okay. Das sieht doch gut aus. Ja. Das geht erstmal. Und du musst halt darauf achten, dass deinen Körperschwerpunkt nach vorne hast. Nach vorne? Ja. Okay. Ja, erstmal muss die Roller wieder... Die sind fest, ne? Ja. Gut. Jetzt habe ich gemerkt, dass es nicht wie Inliner ist. So, jetzt will ich mal da lang. Was mache ich dann? Zeig mir das mal. Ach, die Kurven sind das Problem. Siehst du? Also doch nicht so einfach, wie du dachtest. Wird gar nicht so einfach jetzt werden, weil irgendwo muss ja diese Leistung herkommen. Und wenn das jeder könnte, dann wäre das ja wohl nicht so interessant. Von daher müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie es ist. Also, wir werden jetzt gerade noch mal so ein bisschen üben zusammen. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Videos von. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Reicht doch auch schon.
Schnauze, was ist das denn? Erstmal nicht, hat sie gesagt. Ach so. Mutti, die hört genau zu. Ja, aber okay. Okay. Das war schon ganz ordentlich. Ich weiß ja nicht, wie andere sich schlagen. Nee, also wenn die auch dann. Warte mal, bleib mal in der Stellung, wie du jetzt bist. Das würde jetzt passen. Ich reich dir das Papier. So. Das ist falsch. Ach, guck mal, hier, jetzt werde ich hier vom Nationaltrainer verbessert, ne? Wie ich richtig kacke. Treffen.